Ein Milchviehbetrieb in Sachsen-Anhalt. Hier leben rund 700 Rinder. Auf dem ganzen Gelände finden Tierschützer insgesamt 17 Kadaver, die einfach herumliegen. Sie informieren das zuständige Veterinäramt. Es ist halt schon eine erhebliche Dringlichkeit, glaube ich, gegeben, dass man da mal hinguckt. Das Heftigste ist eine Kuh, die verwesend mitten im Stall neben ihren Artgenossen liegt. Tierschützer dokumentieren, dass diese Kuh hier mindestens 18 Tage lang liegen wird. Und nicht nur sie. Da ist ein totes Tier da, das nächste tote Tier 10 Meter weiter, das nächste tote Tier 20 Meter weiter. Vor allem mumifiziert. Also es liegt nicht erst seit gestern da, sondern seit Wochen oder Monaten. Die Behörden reagieren lange nicht. Dazu später mehr. Der Milchviehbetrieb Geven und Rabeling in Demka bei Stendal. Hier geht die Soko Tierschutz Hinweisen auf massive Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen nach. Etwa, dass Rinderkadaver nicht wie vorgeschrieben entsorgt, sondern einfach liegen gelassen werden. Die ersten Bilder machen die Tierschützer am 25. März. Sie dokumentieren unter anderem das hier. Eine tote Kuh liegt mitten im Stall. Vom Äußeren her zu urteilen, schon eine längere Zeit. Doch auf dem Gelände liegen noch mehr tote Tiere, mitten zwischen den Artgenossen. Die Soko Tierschutz filmte in dem Betrieb in den nächsten Tagen immer wieder heimlich. Diese Aufnahmen datieren aus der Nacht vom 29. auf den 30. März, also 5 Tage später. Der Kadaver mitten im Stall liegt immer noch an der gleichen Stelle. Daneben andere Rinder. Die Tierschützer informieren am 3. April das Veterinäramt. Zunächst anonym. Da ist so ein Rinderbetrieb in Demka. Und da war ich unterwegs und habe gesehen, dass da tote, skelettierte Rinder hinterm Betrieb liegen. Da müsste dringend mal jemand vorbeischauen, weil das kann doch nicht sein. Mehrere Tiere oder ein Tier? Also ich habe da jetzt nicht so genau hingeschaut, aber da lagen mindestens 2. Bilder vom darauffolgenden Tag. Ein Mitarbeiter entfernt Dreck. Um die tote Kuh, die jetzt schon seit mindestens 10 Tagen dort liegt, kümmert er sich nicht. Friedrich Müllen meldet sich an diesem Tag erneut beim Veterinäramt. Ich ruf noch mal an wegen diesem Fall mit der Milchfarm da in Demka. Einen Tag später fragt Friedrich Müllen ein weiteres Mal bei der Behörde nach. Wir hatten ja am Dienstag schon mal telefoniert wegen den Rindern da in Demka. Da wollte ich mal fragen, haben Sie da inzwischen was gefunden? Ich konnte leider bisher noch nichts finden, weil ich in den letzten Tagen leider Rinder nach Russland verlag. Wir zeigen diese Bilder Ophelia Nick. Sie ist Tierärztin und Mitbegründerin des Vereins Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft. Auch für die Expertin ist dieser Fall nicht zu erklären. Da, wo Leben ist oder wo Kühe sind, können natürlich auch mal Krankheit und tote Kühe sein. Das ist jetzt nicht ganz anormal, dass man morgens in den Stall kommt und da ist eine tote Kuh. Aber es ist dann schon so, dass man den Abdecker schnell anruft und versucht, die Kuh aus dem Stall rauszuholen, so schnell wie möglich. Also innerhalb von 24 Stunden, sage ich mal, ist Mindestmaß eher schneller. Im Gesetzestext heißt es: Wer Nutztiere hält, hat sicherzustellen, dass das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich durch die direkte Inaugenscheinnahme von einer verantwortlichen Person überprüft wird und dabei vorgefundene tote Tiere entfernt werden. Rund einen Monat lang filmten die Tierschützer in dem Betrieb. Sie zählten insgesamt 17 tote Rinder. Vorgeschrieben ist eigentlich eine Sammelstelle der toten Tiere, der sogenannte Kadaverraum. 6 der verendeten Kühe liegen hier. Doch dieser Raum verstößt gegen Hygienevorschriften. Eigentlich muss hier regelmäßig desinfiziert werden. Danach sieht es aber nicht aus. Auch an anderen Stellen werden Vorschriften nicht eingehalten. Sonst wäre dieser Vorfall gar nicht erst passiert. Ein frisch geborenes Kalb liegt nach der Geburt auf dem Stallboden. Der Kotschieber, ein maschinenbetriebener Balken, erfasst das Kalb, schiebt es vor sich her. Die Expertin ist entsetzt. Das ist hoffnungslos. Albtraum.
Sie sagt, eine hochschwangere Kuh darf gar nicht in diesem Bereich des Stalls untergebracht sein. Das ist absolut unverständlich. Also man kann sich ja nur erklären, dass der Landwirt oder Betreuer der Kuh nicht wusste, dass die Kuh so hochtragend ist, dass sie ihr Kalb bekommt. Sowas darf überhaupt nicht passieren. Übrigens, die Kühe hier werden täglich gemolken. Den Abnehmer der Milch dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht nennen. Nur eins, der stellt unter anderem Trinkmilch, Sahnepulver und Babynahrung her. Am 9. April meldet sich Friedrich Müllen ein letztes Mal bei der Behörde, um die Missstände zu melden. Dieses Mal mit seinem Namen. Mein Name ist Müllen von Soko Tierschutz e.V. Wir haben ja letzte Woche schon ein paar Mal telefoniert. Ich wollte Sie jetzt fragen, haben Sie den Betrieb jetzt schon kontrolliert in Demker? Der Betrieb wurde jetzt kontrolliert. Ich habe mir die ganzen Meldungen geholt, die wir haben, was wir an Abgängen haben, was wir an toten Tieren auf dem Betrieb haben. Also wir sind da jetzt dabei. Tatsächlich bestätigt uns das Amt eine Kontrolle in dem Betrieb. Demnach wurde am 9. April eine Anlasskontrolle in dem Betrieb durchgeführt. Sowohl die Außenbereiche als auch die Ställe wurden von der amtlichen Tierärztin abgegangen. Auf dem gesamten Betriebsgelände wurden keine toten Rinder oder gar skelettierte Teile vorgefunden. Diese Bilder, sagen die Tierschützer, beweisen, dass das tote Rind drei Tage später noch immer mitten im Stall liegt. Mittlerweile seit fast drei Wochen. Wie kann das sein? Und was sagt der Hofbetreiber dazu? In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: Es trifft nicht zu, dass wir in unserem Milchviehbetrieb massiv und dauerhaft gegen Tierschutzbestimmungen verstoßen. Es trifft nicht zu, dass tote Rinder wochenlang zwischen Lebenden lagen. Es trifft nicht zu, dass trächtige Kühe ihre Kälber in den Bereichen der Kotschieber gebären. Wir wollen die Chefs des Milchviehbetriebes mit den aufgenommenen Bildern konfrontieren. Wir hätten ein paar Fragen bezüglich Ihrer Tierhaltung in Ihrem Betrieb. Laut Dokumenten, die uns vorliegen, lagen hier Kühe teilweise tot verwest mehrere Wochen in den Ställen. Ich kann Ihnen gerne auch noch mal zeigen. Können Sie da was zu sagen? Keine Angabe. Die Vorwürfe werden einfach ignoriert. Nur der Rottweiler begleitet uns nach draußen. In Stendal wollen wir wissen, warum das zuständige Veterinäramt diese Missstände anscheinend nicht gesehen hat und die tote Kuh fast drei Wochen im Stall unbemerkt blieb. Können Sie nicht was zu dem Milchviehbetrieb in Demka sagen? Ist Ihnen das ein Begriff? Es gibt viele Milchviehbetriebe. Aber Sie kennen den gar nicht? Gehen Sie bitte zur Pressestelle. Ein anderer Mitarbeiter spricht von Zufällen. Das ist eine Ankettung von verschiedenen Zufällen. Da lag nicht ein Rind, da lag halt immer wieder ein Rind. Und der Mensch, der geguckt hat, hat halt immer wieder ein Rind gesehen. Entschuldigung, dieses Rind lag da mindestens drei Wochen. Vielleicht können Sie es mal angucken. Das war nicht immer wieder, das war auch kein Zufall. Das lag da mindestens drei Wochen. Also wie gesagt, davon weiß ich nichts. Wir bitten erneut schriftlich um Stellungnahme. Hierin heißt es nur: Die Ihnen vorliegenden Dokumente sind uns nicht bekannt. Eine Einsichtnahme in Ihre Unterlagen wäre hilfreich, um die konträren Aussagen miteinander vergleichen zu können.